ich dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Hey! Weg hier! Hab ich dich, du Penner! Das Ding geht gleich hoch! Wir haben uns bei den Eiern! Weg hier! Mein Bein ist gebrochen! Er ist gebrochen! Sie will den Detektiv befreien! Leg sie um! Ach ja. Glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann.
tun. Jede Sekunde, die du dich versteckst, werde ich nur wütender. Oh, ich... Die bekomme ich so nicht auf.
eine Ratte! Nachdem ich dich erledigt habe, werde ich mich erstmal entspannen! Leck mich! Oh, ich hab jede Menge Spaß gehabt. Hey, nicht übel. Ich weiß, dass ich was gesehen. Ich muss mich mal locker machen. Ich bin total überdreht. Wer? Ich sehe nur noch rot. Du hast dich mit dem Falschen angelegt! Wirklich? Versteckst dich? Fee-fi-fo-fam! So ist's richtig. Hau du nur ab! Aufgeblasener Schwätzer.
Da brauche ich den Schlüssel. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für den Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Moment mal. Was immer du austeilst, bekommst du doppelt von dir zu... Hab sie verloren! Arm ist gebrochen! Verschwunden? Das glaube ich kaum.
bist du hin? Komm schon raus. Ich verspreche dir, dass ich dir nur ein Bein breche. Was war das? Ich werde dich auslöschen! Du willst schon gehen? Ich hatte gerade angefangen, dich zu bewundern. Ach, zum Teufel. Oh, ich werde dich schon finden. Kleiner Schisser, hast du zu viel Angst? Der Boss sagt Hallo! Ab auf den Boden mit dir! Hier, komm schon! Das war nur Glück! Ich kann nicht sehen! Schon wieder!
Na, Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Laber nur weiter, Fleischklops. So hat Skinny Malone mehr Zeit, sich zu überlegen, wie er dich kalt macht. Erzähl keinen Mist, Valentine. Du hast doch keine Ahnung von irgendwas. Tatsächlich? Ich habe gesehen, wie er deinen Namen in sein schwarzes Buch geschrieben hat. Mieser, kleiner Kartenbetrüger waren, glaube ich, seine Worte. Dann hat er den Namen dreimal durchgestrichen. Dreimal durchgestrichen? Im schwarzen Buch? Aber... Oh nein. Das muss ich gerade biegen. Und zwar schnell. Oh ja! Du bist tot. Hey, du da! Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf! Oh Mann. Du musst das Terminal da hacken, um die Tür zu öffnen. Witzig, da wird die Jungfrau in Not tatsächlich selbst zur Retterin. Aber die Frage ist doch, warum riskiert unsere Heldin so viel für einen alten Privatdetektiv? Was bist du? Wie gesagt, ich bin Detektiv. Klar, die Haut und die Metallteile sind nicht sonderlich vertrauenerweckend, aber das spielt jetzt keine Rolle. Im Moment interessiert mich nur, warum du dir die Mühe gemacht hast, mich zu befreien. Du musst jemanden für mich finden, aber es ist kompliziert. Ich weiß nicht, wo die Person sein könnte oder wie lange sie schon verschwunden ist. Na, ich bin es gewohnt, im Trüben zu fischen. So etwas wie einfache Fälle gibt es in meiner Welt nicht. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Perfekt. Malones Leute hier waren früher kleine Gauner, die von größeren Fischen aus ihrem alten Viertel vertrieben wurden. Dann fanden sie diesen Ort. Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist, aber Miete kassieren sie keine mehr. Ein leerer Vault. Das perfekte Versteck. Moment, da kommt jemand. Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? Legen wir los. Nur nach dem Gefangenen sehen. Wofür braucht er denn bitte so verdammt lange? Hey, Dino, lass das! Wir sind wohl nicht allein. Meine Schulter! Das war wohl der Letzte. Die harte, laute Tour, was? Nun, solange es klappt. Das arme Schwein, das hier putzen darf. Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Fast geschafft. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist.
Na also. So, jetzt geht's los. Bis dann, Kumpel. Witze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Du und Valentine, ihr seid tot. Meinst du, die sind jetzt endgültig weg? Putz erledigt. Hättest dich nicht mit uns anlegen sollen. Wo ist sie hin? Wer von euch hat sie aus den Augen verloren? Noch mehr Stufen? Wer hat diesen verdammten Vault gebaut? Ein Fitnesstrainer? Solltest dich nicht verstecken. Ist nicht gerade besonders mutig. Dafür wirst du bezahlen. Du musst das nicht tun. Da bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Skinny Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens, ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Noch eine verschlossene Tür. Sollte kein Problem sein. Okay, sie ist offen. Aber ich höre dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Was soll das denn? Du kommst in mein Haus, erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wärst besser weggeblieben, Nikki. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Vault habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Die guten alten Zeiten und all das. Dalla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht die Frau dann bitte hier? Valentine hat sie sicher mitgebracht, damit sie uns alle kalt macht. Hungerhaken ist nichts für dich, Dalla. Jag ihm eine Kugel in den Kopf, dann lasse ich dich vielleicht gehen. Wow. Du bist ein echt böses Mädchen, nicht wahr? Tut mir leid, Baby. Das war's mit uns. Und mit dir. Du hinterhältiges Luder. Weil ich auch immer auf tolle Beine reinfallen muss. So viel zu Skinny Malone.
Ob er mit all den Löchern jetzt wohl leichter oder schwerer ist. Die Kugeln wiegen wohl auch einiges. Gute Nacht, mein Prinz. Auf die guten alten Tage. Verschwinden wir von hier. Es gibt eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche führen sollte. Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Was genau bist du, Nick? Das weißt du wirklich nicht? Ich bin ein Synth. Ein synthetischer Mensch. Alle Teile. Minus ein paar rote Blutkörperchen. Ich wurde hergestellt, wurde alt, wurde entsorgt. Machte dann eine kleine Detektei in Diamond City auf und fand heraus, dass die Leute eine Menge Probleme haben, die gelöst werden müssen. Also, du hast eine Person erwähnt, die spurlos verschwunden sein soll. Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City.